Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen in der Halle und draußen im Netz. Ich bin jetzt hier ganz spontan aufgesprungen, weil mich hat eine Frage getriggert, die ich oft höre. Man kann keinem Menschen mehr erklären, dass, und dann setzen Sie irgendwie irgendwas ein, was gerade nicht erlaubt ist oder nicht geht, wenn doch gleichzeitig, und dann nehmen Sie irgendwas, was gleichzeitig immer noch erlaubt ist. So kann man nicht argumentieren. Und es hieß ja, irgendjemand hat gesagt, das soll man mir mal erklären, das versuche ich jetzt zu erklären. Wie übertragen sich Virusinfekte oder Krankheiten? Sie übertragen sich durch Kontakte. Je mehr Kontakte wir haben in der Gesellschaft, die Summe der Kontakte ist entscheidend, natürlich auch die Qualität, aber insbesondere die Summe der Kontakte, umso schneller verbreitet sich das Virus. Als wir im Februar, März alle noch nicht wussten, was eigentlich los ist und wir unser ganz normales Leben mit Rave-Partys und großen Kirchen mit Chören drin und mit Fußballstadien und mit vollen Zügen gemacht haben, da war das R, also die Reproduktionszahl, die war 3. Das heißt, ein kranker Mensch hat 3 neue angesteckt. Und dann geht das 3, 9, 27, 81, exponentielles Wachstum. Wir haben den Sommer ganz gut überlebt, zwischendrin war das R auch unter 1, also es ist ja wieder runtergegangen. Und im Sommer war ja auch alles fluffig, im Sommer war alles schön, weil da war ja frische Luft und da sind wir nicht so viel reingegangen. Und jetzt, im Herbst, Winter, geht es wieder los. Und da hat jetzt die Bundesregierung, die Frau Merkel, die ich durchaus nicht weghaben will, komischerweise, dass der Pirat das sagt, hat die Bundesregierung gesagt, zusammen mit den Ländern, wir müssen die Anzahl der Kontakte wieder reduzieren. Wenn Sie jetzt die Anzahl der Kontakte reduzieren wollen, dann müssen Sie sich einfach überlegen, was nehmen wir denn? Wir könnten die Schulen nehmen und die Kitas. Wir könnten die Industrie nehmen und die ganze Arbeitswelt. Wir könnten den ÖPNV zumachen. Ja, das könnten wir alles tun. Wir könnten die Kirchen zumachen, ja. Das wird vielleicht ja auch noch kommen. Singen in Kirchen ist. Kirchen sind ziemlich große, gute Superspreader-Events, wenn die Leute dicht sind und singen. Wir könnten aber auch sozusagen vielleicht das erstmal zumachen, was im Wesentlichen nicht Industrie produziert oder lebensnotwendig ist oder einen Transport sicherstellt. Also das, was man gemeinhin Freizeit nennt. Ja? Weil nämlich, wenn ich die Freizeit Sachen zumache, also Restaurants zum Beispiel oder Weihnachtsmärkte, es ist ja nicht nur das Restaurant und es ist ja nicht nur der Weihnachtsmarkt, es ist ja auch der Weg dahin. Geht irgendjemand von Ihnen alleine auf den Weihnachtsmarkt? Ich glaube, niemand von Ihnen war jemals alleine auf dem Weihnachtsmarkt. Sie verabreden sich also mit 5 Leuten. Also 5 Leute aus 5 verschiedenen Haushalten, aus 5 verschiedenen Familien, fahren mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Taxi, mit dem Auto irgendwie in die Stadt, haben dort schon Kontakte, ja, laufen dann dahin, sind auf dem Weihnachtsmarkt, sind im Restaurant und dann das Gleiche wieder zurück. 5 Leute gehen wieder in die Straßenbahn, in unterschiedliche, fahren nach Hause und treffen dort wieder auf ihre Haushalte. So, und wenn nur einer davon ansteckend ist, dann haben wir aus 5 sozusagen über die Zeit, hat man das reingetragen in die Haushalte und deswegen ist auch der größte Balken, von wo stecken sich die Leute an, in Haushalten. Aber das Virus wird doch nicht in den Haushalten geboren. Das Virus wird in die Haushalte reingetragen durch Menschen wie Sie. Und die Menschen haben sich halt angesteckt irgendwo da draußen bei Kontakten. Und deswegen müssen wir die Kontakte reduzieren und deswegen ist es absurd, wenn wir jetzt hier eine Inzidenzzahl von 131, glaube ich, gerade in Dresden haben, Mitte November, dass wir darüber reden oder nachdenken, ob wir in 2 Wochen Weihnachtsmarkt haben. Das ist absoluter Quatsch. Und von daher sollten wir einfach wirklich der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, alle unnötigen Sachen sollten wir jetzt in dem Winter vermeiden, auch die Weihnachtsmärkte. Dankeschön.